Wir haben gerade gesungen, 10.000 Gründe, Gott zu loben, Gott zu ehren, Gott groß zu machen, ihm auch Danke zu sagen. Und wenn man sich hier so in der Kirche umschaut, vielleicht sind es nicht 10.000 Sachen, aber ziemlich viele Sachen auf alle Fälle, wofür wir Gott Danke sagen können. Wir haben ziemlich viel Grund, Gott Danke zu sagen. Was aber, wenn der Grund, Gott Danke zu sagen, nicht ganz so offensichtlich, nicht ganz so sichtbar ist, wie heute hier bei uns. Was dann? Es gibt einen Mann, dem ist es regelmäßig so gegangen. Er hatte regelmäßig das Problem, dass er Probleme hatte. Und deswegen nicht sofort sehen konnte, was Gott alles Gutes gibt. Der Mann, der ist Paulus. Paulus der Apostel, viele kennen ihn. Am Donnerstag bei uns in Jakobikitz ging es um Paulus. Paulus, der war einer, der ist ziemlich oft umhergereist. Der war viel unterwegs und überall, wo er hingekommen ist, da hat er von Gott erzählt. Da hat er von Gott erzählt, was er Gutes tut, was er uns alles schenkt, wie er uns versorgt und wie er uns lieb hat. Und von seinem allergrößten Geschenk, von seinem Sohn Jesus Christus, den hat er für uns gegeben. Das fanden manche richtig toll, wenn Paulus davon erzählt hat. Und die haben an Jesus geglaubt. Es gab aber auch andere, die fanden das gar nicht toll, wenn Paulus von Jesus erzählt hat. Und die fanden das so schlimm, dass sie ihn am liebsten ins Gefängnis bringen wollten. Und das haben sie auch geschafft. Und Paulus war nicht nur einmal im Gefängnis, sondern mindestens 4-5 Mal. Einfach nur, weil er von Jesus geredet hatte. Dabei hatte Paulus aber ja gar nichts Falsches gesagt. Die Leute, die hatten ihm vorgeworfen, zu lügen. Auch das hat Paulus eigentlich nicht gemacht. Er hatte einfach nur die Wahrheit von Jesus erzählt. Trotzdem, jetzt war es passiert, Paulus saß mal wieder im Gefängnis. In einem dunklen, kalten Loch. Nass war es dort. Und dort gab es Ratten und viele, viele Krankheiten. Manchmal war es sogar so schlimm, dass die Gefängniswärter Paulus extra noch quälen wollten und sie legten ihm ziemlich schwere Ketten an, an die Arme, an die Füße, sogar manchmal an den Hals. Und dann kam noch hinzu, er durfte eigentlich keinen Besuch empfangen. Aber was er wenigstens machen durfte, er durfte Briefe schreiben. Und davon hat er sogar ziemlich viele geschrieben. Und zum Beispiel hat er da an seine Freunde in der Stadt Philippi geschrieben. Den Philipperbrief, den gibt es auch heutzutage noch in der Bibel. Philippi, das war eine Stadt, die hatte Paulus schon mal besucht. Und auch dort glaubten Menschen an Jesus. Und die Leute dort, die hatten schon gehört, dem Paulus, dem geht's nicht gut. Der sitzt im Gefängnis. Der sitzt dort in so einem kalten, nassen, dunklen Loch. Es geht ihm furchtbar schlecht. Sie haben sogar gehört, er ist krank geworden und die Ratten, die ärgern ihn. Sie hatten richtig Angst um ihn. Aber eines Tages, da kam nach Philippi ein Mann. Der war ganz außer Atem. Der kam nämlich direkt aus der Stadt Ephesus, da wo Paulus jetzt gerade im Gefängnis saß. Und er hatte einen Brief von Paulus mitgebracht. Der Mann, der hieß Timotheus und der kam zu den Freunden von Paulus und öffnete den Brief, stellte sich vor ihnen hin und las vor. Die Leute waren ganz gespannt. Paulus schreibt: Ich freue mich unermesslich. Als die Leute das hörten, da wunderten sie sich. Paulus freut sich? Warum das? Der sitzt im Gefängnis. Aber Timotheus las weiter vor. Ich freue mich, denn draußen auf der Straße, da gab es Leute, die haben mich ins Gefängnis gebracht. Aber hier drin im Gefängnis, da habe ich Menschen kennengelernt, die Gott noch nicht kannten. Und die hören mir gerne zu, wenn ich von Jesus rede. Deshalb freue ich mich. Und ich danke Gott dafür, was er getan hat. Als die Freunde von Paulus das hörten, da waren sie komplett baff. Und Timotheus las noch weiter vor. Meine lieben Freunde, macht euch keine Sorgen. Vergesst nicht, immer und überall, da dürft ihr mit Gott reden. Und sagt ihm auch, was euch fehlt. Vergesst aber vor allem nicht, Gott Danke zu sagen.
ich bin mir sicher und ich habe es erlebt, dann wird sein großer Frieden bei euch sein. Gott selbst wird nämlich bei euch sein. Dem Paulus, das habt ihr gerade gehört, dem ging es nicht gut. Der war im Gefängnis, der war eingesperrt. Ein Ort, wo man nicht sein will. Aber trotzdem hat er gerade an diesem schlimmen Ort nach dem gesucht, was Gott schenkt und was Gott Gutes tut. Und er überlegte so lange und er suchte so lange, bis ihm etwas Gutes einfiel. Und dann fiel ihm immer mehr ein. Erst eins, dann zwei Sachen, dann drei Sachen. Vielleicht nicht 10.000 Sachen, aber viele Gründe, um Gott Danke zu sagen, obwohl er im Gefängnis war. Paulus hat sich nach dem Guten, was Gott gibt, richtig ausgestreckt. Als ich diese Woche bei uns im Garten unterwegs war, da sind schon manche Pflanzen ganz schön kaputt gegangen. Es war ja kalt. Aber es gibt Pflanzen, die strecken sich richtig weit raus. Die sind nicht nur so hoch, sondern die gehen so hoch, dass ich es gar nicht danach greifen kann. Die Sonnenblumen. Und die Sonnenblumen, die sind das ganz Besonderes, was Gott in unsere Welt reingebracht hat. Die Sonnenblumen, die gucken nämlich immer zur Sonne. Wenn die Sonne scheint, machen die das. Und die Sonnenblumen gucken auch zur Sonne, wenn mal Wolken davor sind. Oder wenn es regnet. Oder wenn es gewittert. Oder wenn es stürmt. Oder wenn es schneit, nicht mehr, weil dann sind sie selber nicht mehr da. Aber immer, solange sie da sind, gucken sie zur Sonne. Und wenn die Sonne sich dreht oder wandert, dann wandern die Köpfe der Sonnenblumen hinterher. Sie schauen also immer auf das, wo das Gute herkommt. Ich habe schon gesagt, am Donnerstag ging es auch um Paulus bei uns bei den Jakobi-Kids und es ging auch um die Sonnenblumen. Und ihr habt hier in der Kirche ganz, ganz viele Sonnenblumen. Also hier vorne stehen ein paar, aber hier sind riesengroße davon. Und wir haben ganz viele Gründe gesammelt, wofür man Gott Danke sagen kann. Mal in Situationen, wo es nicht so schön ist und mal in Situationen, wo es schön ist. Was mir gefallen hat, ich finde es gerade gar nicht. Irgendwo steht Wecker. Ist jemand von euch schon mal auf die Idee, da hinten? Genau, da steht's. Ist jemand von euch schon mal auf die Idee gekommen, frühmorgens, wenn es draußen noch dunkel ist, vor aller Zeit, wenn der Wecker klingelt, da Gott Danke dafür zu sagen? Das ist zwar keine schlimme Situation, aber nervig und anstrengend ist es trotzdem. Und Paulus sagt, macht euch keine Sorgen. Sagt ihm, was ihr braucht, sagt Gott, was ihr braucht. Vergesst aber vor allem nicht, Gott Danke zu sagen. In allen Lebenslagen. Das sagt Paulus im Gefängnis. Und das sagt er für uns auch, wenn es uns gut geht. Das sagt er aber auch bei Sachen, die uns ärgern oder stören, wo wir Probleme haben, wo es aber uns auch richtig schwer fällt. Macht euch keine Sorgen, sagt Gott, was euch fehlt und dankt ihm dafür. Paulus selbst, der hat es genauso erlebt. Der hat nach Gründen gesucht, wofür man Gott Danke sagen kann. Und dann, danach hat Paulus noch geschrieben, wenn man dankt, jetzt muss ich nochmal raussuchen, ich habe es verloren. Wenn ihr Gott dankt, dann hat er selbst erlebt, dann kommt ein unglaublich großer Frieden. Der wird euch bewahren, weil Gott selbst bei euch ist. Danken, das gibt Frieden. Das ist ein Versprechen, das ist eine Zusage, die Paulus gibt. Und ich finde, deshalb ist Erntedank, das Fest, auch so wichtig. In jedem Jahr feiern wir Erntedankfest. Und es ist egal, ob die Ernte riesig gut ist, dieses Jahr war es ziemlich gut, oder ob sie total schlecht ist. In jedem Jahr kommt das Erntedankfest wieder. Es gibt nämlich in jedem Jahr, in jeder Situation, Gründe, warum wir Gott Danke sagen können. Amen.